Sie sind, von Südwestherrn kommend, über die Deichlinie nach Neugeimsbüll, dem heutigen Ortsmittelpunkt der Gemeinde Geimsbüll, gefahren und stehen nun vor der St. Galluskirche. Sie sind in Neugeimsbüll. Wo aber ist der alte Ort Geimsbüll? Wenn wir die Karte von Meyer aus Dankwert aus dem Jahre 1652 zu Rate ziehen, dann liegt etwa hier Südwesthörn, der heutige Fährhafen Dagebüll liegt etwa hier. Verbinden wir beide Punkte, so schneiden sie den Standort der ehemaligen Hallig Geimsbüll. Übertragen wir die Daten auf die heutigen Karten, dann lag die Hallig etwa hier. Die Hallig Geimsbüll wurde erstmals 1231 in König Waldemars Erdbuch als Insel erwähnt. Sie war damals etwas größer als Åland und eines der bedeutendsten Salzabbaugebiete der Westküste. Im Liber Censualis des Schleswiger Domkapitels ist seit 1462 dort die Kirche von Gelmelsbüll verzeichnet, das damals zur Horsbüllharde der späteren Widdingharde gehörte. Im 17. Jahrhundert gab es verschiedene Pläne zur Eindeichung der Dagebüller Bucht, in die auch die Hallig Geimsbüll einbezogen werden sollte. Die Buchadi-Flut, die zweite große Mandränke im Jahre 1634, machte über Jahrzehnte allerdings alle Bemühungen zunichte. Die Verlandung der folgenden Jahrzehnte ermöglichte 1682 die Eindeichung des nach dem schleswigschen Herzog genannten alten Christian Albrecht Koks. In Verbindung damit wurde die Hallig 1701 durch einen Damm fest mit dem Festland verbunden, aber leider nicht selbst eingedeicht. 1706 erfolgte die Eindeichung des neuen Christian Albrecht Koks. Der Kleiseer Kok wurde um 1725 eingedeicht. Entlang des Damms zur Hallig Geimsbüll bildete sich bis Ende des 18. Jahrhunderts ein Anwachs, der 1788 eingedeicht und nach Maria von Hessen-Kassel, der Frau des dänischen Königs Friedrichs VI., Marienkoog benannt wurde. Die Hallig Geimsbüll wurde anschließend aufgegeben. Im Jahre 1913 entstand auch auf dem ehemaligen Areal der Hallig Geimsbüll ein Sommerkoog, dessen Eindeichung erst 1939 auch in Verbindung mit der Umsetzung der nationalsozialistischen Blut- und Bodenideologie als Geimsbüll-Koog abgeschlossen werden konnte. Erst 1950 wurden die ersten Häuser im Koog bezogen. Die Entstehung der Gemeinde Geimsbüll mit ihrem heutigen Ortsmittelpunkt Neugeimsbüll ist eng mit der Fertigstellung des Jahrhundertprojektes Schließen der Dagebüller Bucht verbunden. Ich empfehle Ihnen nun den Besuch der St. Galluskirche.